The Forgotten Graveyard. Und damit herzlich willkommen zu einer, zu einem erneuten Map-Test von Loom Games. Heute wollen wir uns mal einen Friedhof genauer anschauen. Ein Kristall passt da voll gut rein. Aber echt? Und wie ihr hört, sind Mikael-kun und ich, Horcrux-Killer, heute eure Tester. So wie des Öfteren. Wir sahen exakt gleich aus. Interessant. Ah, Bootrick-Schleife, ich nicht. Ich bin gezwungen, sie zu tragen. Ich mach das nicht freiwillig. Auf der Suche nach den Kisten. Oh je. Die Minimap hat so einen leichten Weißstich. Ich finde viel interessanter, dass unsere Körper wirklich extrem kleiner drauf sind. Kategorie Mini. Oh jo. Auf der Map. Ziemlich klein. Ist aber mehr drin. Oh, ein richtiges Mausoleum ist hier. Oder Familiengruft heißen die, glaube ich. Kein Mana. Mana. Da hinten ist eine Truhe. Gucken wir uns mal das Ganze hier an. Massengrab. Mann, die Truhen sind aber auch ein bisschen versteckt hier zwischen den ganzen Grabsteinen. Ja. So, jetzt habe ich alle. Ich hoffe, dass ihr diesmal nichts an der Qualität auszusetzen habt, denn ich habe jetzt einfach mal versucht, dass ich wieder was aufnehmen kann. Und bin noch nicht so ganz drin in den Einstellungen. Ich habe die Zeit übersehen. Ja, ich auch. Aber du könntest, bau mal ein paar Beams, dann sollte das alles halten. Jetzt sind so viele. Es sind so viele. Ein Beam. Yikes. Oh. Es wäre gut, wenn ein Beam in die Augen kommt. Ja, die muss ich nur finden. Jede Menge Skelette. Hier ist nicht so ziemlich alles tot, wie es sein sollte. Sollte alles ein bisschen toter sein. Ja, dem kann man aber nachhelfen. Die Gänge sind schön eng. Ja. Und sehr viel Liebe zum Detail. Auch wie hier oben eine Fledermaus einfach so in den Gang reinhängt. So eine gebastelte. Und ein Geist. Hier hinten. Wahnsinn, diesmal muss ich nicht darauf achten, dass man viel von der Map sieht, sondern diesmal bist du die Person, die den Leuten alles zeigt. Daran muss ich mich nur gewöhnen, nicht, dass ich hier zu schnell durchrutsche und man sieht nichts. Hier hängt auch ein Geist. Ich stehe auf einem Dach. Oh. Hier oben in Sicherheit. Na, wie weit kann ich? Wo bist du raufgelaufen? Oh. Jo. Okay. Oh, hier hinten ist ein etwas größerer Gang. Schade, kann man nicht reinlaufen. Jetzt stoppt die Musik. Was zur Hölle geht denn da hinten ab? Ach, das ist da eine Mauer, wo die alle dran stehen. Ach so. Sorry wegen dem Fauxpas mit der Musik. So. Das war... Jetzt können die alle komisch hier hinkommen. Denk schon, ey. Oh, hier sind sogar frische Gräber. Ne, Gräber. Gräber? Ja, das war gerade irgendwie dieses Deutsch-Englisch-Mischen. Oh, frisch gebuddeltes. Sogar drei. Aber in dem einen, in zwei stecken noch die Schaufeln. Oh, hier hinten aber auch. Hier sind sogar sechs. Okay.
Also hier ist wirklich sehr viel Liebe zum Detail drin. Ich könnte hier hinten einen Buffing gebrauchen. Yep. Ich guck mir gerade noch das gehangene Skelett hier im Käfig an. Okay. Sieht schick aus. Naja, so schick wie ein Skelett eben aussehen kann. Auf jeden Fall kommen hier schon mal interessante Monstertypen. Denn es kommen Skelette. Also, bei den letzten paar Maps hatte ich immer so das Gefühl, dass es immer ein und dieselben Monstertypen waren und da nicht gerade der große Unterschied war. Und hier haben wir jetzt schon, ja, unterschiedliche Monstertypen. Beziehungsweise eher Skelette, die ich normalerweise nur aus Kugelstrategie kenne, wie sie nerven, aber hier sind sie mit dabei. Ganz nett natürlich. Okay, wir übertreiben mal natürlich wieder vollends mit dem Aufbau und dass er direkt abgegradet ist, volle Lutsche. Aber darum geht es uns hier ja gar nicht. Wir wollen ja Map begutachten, testen, ausprobieren, anschauen, schmecken, fühlen, riechen. Willst du dir denn schmecken? Solange hier kein Oger kommt und dich mit dem Kopf in die Erde getunkt, wirst du dir ein bisschen lutschen? Wah. Viel Spaß. Gib warme Zunge. Ah, okay. Spaß beiseite. Wir wollen ganz einfach hier reinschauen und sagen, hey, die Map ist gut oder sie ist schlecht. Naja, oder nicht so gut. Das könnte sich aber auch ganz schön ziehen mit dieser Map. Wir sollten definitiv mal nach ein paar Kriterien gehen, weil wir haben keine feste Teststruktur. Fällt mir mal so auf. Ich fände es auch ganz cool, wenn wir mal auf unserer Seite so ein bisschen so die Ergebnisse unserer Tests zeigen. Wenn wir eine feste Teststruktur haben, können wir das gerne machen. Stiftung Warentas. Gibt ein Siegel, gibt das dann. Ein Lobensiegel. Das Lobensiegel. Das ihr jetzt auch oben links ungefähr seht. Prädikat besonders eigen. Wertvoll. Ich werde verfolgt. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum ich immer noch mit meinem Baucharakter drin bin. Keine Ahnung. Vielleicht stehst du darauf, wenn es spannender ist. Den Schwierigkeitsgrad. Ja, spannend vor allen Dingen. Ja, du könntest besser sterben. Oder nicht? Naja. Also meine Baucharaktere sind nicht gerade mal auf Leben getrimmt. Meine auch nicht. Aber ich habe so viel draufgekriegt und trotzdem nur ein Tausender verloren von 6. Dann Glück. Gut, wir haben alles abgegradet. Jetzt können wir uns daran machen, wunderbar hier alles zu erforschen. Hier liegen Blätter. Wenn dir noch was Interessantes auffällt, sag Bescheid. Ich bin schon 300 Mal über die Map gecruised. Na, du musst auch mal die Ecken erforschen und so. Keine Ahnung, weiß auch nicht. Flaggen gucken? Flaggen? Ja, hier hängen auch so ein paar Flaggen. Dicke Gargoyles, ganz viele Kürbisse. Statuen, kaputte Statuen. Statuen, die alle sind. Oh, ach, guck mal, wie niedlich ist das denn? Was ist denn hier begraben? Ein kleiner Hund oder so. Das ist niedlich? Da passt keiner durch die Tür, Mann. Bin zu groß dafür. Bong. Ich will mir den Kopf stoßen, dann muss ich reinkriechen. Jo. Also muss da schon irgendwas Kleines begraben sein. Ja. Ist echt die Frage, was da liegen könnte. Von den restlichen Sachen sind die Türen so gerade eben, da muss ich zwar ein bisschen mich ducken, aber es passt dann immer so gerade eben. Oh. Also Proportionen sind jetzt nicht ganz so interessant. Gegeben, aber trotzdem. Mann, ich will da hoch. Da, da, da. Was schauen wir hier? Ey, man kann hier hochklettern. Boah, yay. Hier hängen ein paar Skelette und die
Hier kann man reinfallen und dann wird man aufgespießt. Cool. Spring da rein. Oh, oh, ich habe ein bisschen überlebt. Ich hatte so viel Leben, ich habe überlebt. Oh je. Wahnsinn. So viele Schwertkämpfer. Rückzug. Ich habe das Ganze überlebt. Ich bin ein Überlebender. Oder ich bin untot. Eins von beiden. Okay, was die Playlist jetzt gerade macht, weiß ich überhaupt nicht. Wer braucht schon Musik? Das ist ein regelrechtes Medley geworden. Wow, was geht denn hier? Yikes! Oh, 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 verdammt! Mich machen die Monster fertig. Es sind zu viele. Der Typ sieht tot aus. Ist er das wirklich? Oder wird er dir gleich eine draufhauen? Nein, der war schon gerade bleich. Nur wenn die Skelette rot sind, dann habe ich Angst vor denen. Er lacht. Ein fliegender Kopf, der lacht. Was? Da flog gerade so ein von einem Skelett ein Kopf rum. Der sah aus, als wenn er gelacht hätte. Okay. Mann. 15 Wellen gibt es hier. Und wo kommen die denn alle? Aus den Untiefen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Schloss. So ein bisschen? Ja. Okay, das... okay, es könnte natürlich ein altertümliches Schloss sein mit einem Friedhof. Aber wer hat vor seiner Haustür einen Friedhof? Jeder Edelmann, der was auf sich hält. Aha, und was wird da begraben? Ja, der Wie viele Diener. Generationen liegen hier denn dann? Ach doch, nicht die Verwandtschaft. Die Diener, wenn wieder der falsche Kaffee gebracht wurde. So viele wie hier gehängt sind? Ich glaube nicht, dass das unbedingt die Familie war. Entweder einen hohen Durchsatz von Dienern oder der mag echt keinen Kaffee. Vielleicht ist er Teetrinker. Vielleicht ist er eine Sie. Wer weiß das schon? Who knows? Okay. Derjenige, der diesen Kürbis geschnitzt hat, muss definitiv was getrunken haben. Irgendwie ist das hier ein bisschen... Also in jeder Ecke ist was los. Wird nicht langweilig. Ach ja? Weil da, wo ich langlaufe, habe ich meistens immer irgendwelche Monster vor mir. Oh, hier ist wieder so eine... So eine Münze oder was das ist. Ah toll, jetzt habe ich mein Zeichen drüber gelegt. Ja. Boing. Ah, so ein Beschwörungskreis. Dingen. In der anderen Map war das ja ein Zeichen für eine Falle. Ja. Aber ich meine nicht, dass die Maps von demselben Mapmacher sind. Ja. Das wahrscheinlich ja nicht. Kommt man hier rauf? Ne, nicht ganz. Okay, die letzten paar Monster. Ja. Oh. Welche Map-Kriterien könnte man denn nutzen? Also sich zunutze machen. Wonach wollen wir denn Maps kritisieren, fertig machen, auseinanderpflücken, zerstören, zernehmen oder sonst irgendwie ganz brutal kategorisieren? Das klingt ja nett. Ja, ich will auch mal nett sein. Muss man denn immer böse sein? Nein, Tests sind immer gemein und böse. Denk an die Schule. Da hieß es dann auch, oh, wir schreiben jetzt mal kurz einen Test. Einen Kurztest. Unangekündigt. Da können wir ja statt Schwierigkeitsgrad Überforderungsgrad nehmen. Nee. Wie sehr überfordert das den User? Voll brutal. Mhm. Na, was ist das denn für ein Kriterium? Keine Ahnung. Ein Standardkriterium, würde ich sagen.
Die Überforderung liegt ja erst daran, also wenn du schon die Forderung als Kriterium nehmen möchtest, müsste die Map dich ja auch fordern. Was sie nicht tut, wenn du den Schwierigkeitsgrad so lapidar hältst wie dir. Ja gut, wenn das hier für uns schon schwierig würde, dann wäre das natürlich schon ein Zeichen, dass das ein bisschen zu hoch angesiedelt ist. Mir fällt doch eine Map ein, wo der Schwierigkeitsgrad höher war. Raining Ogres. Aber okay, da waren auch nur Ogre. Und die Returnia Shards. Die sind echt hammer gemacht, aber... Ja, die haben wir aber nie angetestet. Doch, wir hatten mal ein Part. Nein. Nee, stimmt, hatten wir gar nicht. Vertue ich mich gerade. Ist nicht bei unserem Steam Workshop Map Test drin. Tut mir leid. Nicht ja, dabei. Leider. Okay. Nehmen wir. Was kann man denn über die Map? Kann man testen? Vergleichsweise. Man kann zum Beispiel Größe nehmen. Details. Das ist jetzt eine größere Map. Ne, im Vergleich zum Uhrturm. Die war recht klein gehalten. Ja. So. Was kann man dann hier noch? Ja, klar, ne? Detailstufe. Vielleicht. Die kann man nehmen. Spielbarkeit? Oder so ähnlich? Sowas wie Wellenlänge? Ja. Wie viele Wellen gibt es? Könnte es also dadurch sein, dass es langweilig wird irgendwann? Oder zu schwer wird, wenn zu viele Monster am Ende kommen? Also das ist ja dann mehr so der Spaßfaktor. Der Fun-Faktor. Fun-Faktor. Der FF. Fun-Faktor. FF. Ja, das kannst du alles aus dem FF, ne? Aus dem Fun-Faktor. Aus dem Fun-Faktor. Ja gut, man kann ja ein bisschen den Spaßfaktor könnte man ja auch als Bewertungskriterium reinnehmen. Ja, ja. Große Details, Fun-Faktor, also Spaßfaktor. Und noch bewerten. Ja, Benutzerfreundlichkeit. Ne? Hier im Sinne ist es dann eben tatsächlich deine Spielbarkeit. Also ob die Karte zu verbuggt ist oder nicht. Wobei das immer die Frage ist, ne? Inwieweit wird an der Karte noch gearbeitet. Oh. Aber zu unseren Testpunkten kann man ja dann tatsächlich noch die Spielbarkeit, also Benutzerfreundlichkeit, Spielerfreundlichkeit. Ich sag gerade mal den Leutchen hier oben in der obersten Reihe guten Tag. Ist eigentlich unhöflich, wenn man auf Gräbern rumläuft, oder? Irgendwie so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass sie sich darüber freuen. Das macht einfach zu sehr Spaß. Ich sehe nichts. Also dadurch, dass hier so viele Details sind, kommt man auch auf viele Stellen drauf. Ja. Aber man muss auch sagen, es ist dadurch, dass es so viel ist, es ist alles ein bisschen eng gehalten. Also schmale Gänge. Und ich glaube, da ist das auch mit den Farben hier so ein bisschen. Mit den Farben? Ja. Pfade. P-F-A-D-E. Ach so. Pfade. Die Pfade. Ja. Hä? P-A-T-H. Path. Pathfinding. Okay, das ist jetzt mal kurios. Ich wollte gerade auf ein Hausdach laufen, auf einmal fliege ich in die Luft. In der Luft fliegen im Sinne von, du fliegst nach oben oder du fliegst in die Luft. So nach ich stehe hier, so Kategorie in der Luft. Bumm. Ja, bin ich gelaufen. Ich verstecke mich gerade im Busch, mich findet keiner. Ah. Ich bin ein Baum. Komm nach oben, steig die unsichtbare Treppe hinauf. Gen Himmel. Ja, wo bist denn du? Hier oben. Ach da. Die Hausdächer sind unter mir. Okay. Bis wohin kann man denn laufen? Ja, das war's. Schade. Ja, aber hier ist perfekter Aussichtspunkt.
kannst alles begutachten. Vielleicht wurde der auch dafür genutzt. Vielleicht. Hoppla. Jetzt sieht man mal schön das Haus. Wenn ich das irgendwie hinkriege, mit dem Cursor hier so ganz langsam drüber zu schwenken. Okay. Bisschen schnell. Also irgendwie ist das hier gerade so ein bisschen tricky. So tricky. Weil die Monster gerne stecken bleiben. Wenn da so ein Ogre einfach mal so den ganzen Weg blockiert mit seinem dicken Hintern. Einfach so steht und sagt so, ne, hier kommst du nicht vorbei. Und die Skelette, die immer wieder sterben. Sie sterben nicht einmal, sie sterben nicht zweimal, sie sterben immer wieder. So ein bisschen. Ups. Räumen. Ich räume auf. Ein wenig aufräumen. Zack, zack, zack. Miau, miau. Kommt man der Statue eigentlich auch auf den Kopf? Irgendwie nicht ganz. Okay, dieser Test wird sich ein bisschen hinziehen. Ja, nur so ein bisschen. Es sind... Eigentlich sind 2445 Monster nicht so viel. Eigentlich. Eigentlich. Aber das liegt wohl eher daran, dass die doch schon ein Stück brauchen, bis die mal so da rauskommen aus ihren Höhlen. Das ist ja... Die kommen... Also es ist eine fließende Bewegung. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also aus manchen Maps kann ich ja, da hast du dann so, kommen auf einmal so extremst viele raus. Also, da erbricht sich der Spawning-Punkt förmlich mit Monstern. Und hier ist das jetzt so gelassen. Gelassen, ja, gelassen spaßig. Ja. 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 Ja, kann man so sagen. Ich finde das hier echt interessant, dass du bis hier oben auf die oberste Reihe von Särgen kommst. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob es hier nicht weitergeht. Warum tanzt du eigentlich auf Särgen und Gräbern rum? Was soll das? Warum machst du sowas? Keine Ahnung. Denk an die... mit... an die Verwandten, Bekannten... Du meinst an die Familie der Toten halt. Die Trauernden. Ja, auch die. Von mir aus auch die. Was ist denn... Das ist ja mal voll fies zu sagen, die Familie sind nicht die Trauernden. Ja, stell dir mal vor, da liegt ein Mann, denk mal an die Geliebte, die gehört nicht zur Familie. Das, was mich jetzt noch an dieser Karte interessiert, ist, gibt es einen Boss oder gibt es keinen? Wir werden es nie erfahren. Wieso sage ich, wir werden es nie erfahren? Das ergibt keinen Sinn. Genau. Folgt mir, meine... höllischen Herrschern. Bösen. Meine fiesen Münsterchen. Deine Haha, deine höllischen Herrschern. Ja. Wo bleiben sie? Ich glaube, die haben sich bei der Ausfahrt irgendwo verfahren. Oh. Mein Schwertkämpfer. Er versucht sie alle aufzuhalten. Kriegt ein bisschen viel Schaden. So schnell kann ich ihn gar nicht heilen, wie der Schaden kriegt.
Okay. Ja, das sah so aus. Ach, hier dackeln ein paar Minions rum. Hier legt sich gerade ein Archer mit zwei Ogern an. Na ja, Mut muss man haben. Der ist aber wirklich mutig. Ups. Oh, da kommt der dritte Oger. Okay. Und er wird von hinten auch noch belagert. Meine Güte, was ist denn für eine Schlägerei da? Ich sehe nicht mehr. Klatsch. Er lebt noch, aber ich sehe ihn nicht mehr. Da kommt Ogre Nummer 4 angestiefelt. Ach nee, er entscheidet sich um. Schade, sie lassen mich ihm nicht helfen. Wenn ich ihm zu nahe komme, kriege ich sofort eine geklatscht. Wow. Oh. Das war knapp. Okay. Huch. Das wäre fast schief gegangen. Da kommen die nächsten paar. Oh fuck. Ich will doch nur einen Waffbeam da durchziehen. Oh, super. Da tatsächlich mein Oger zerlegt. Wir haben aber jetzt ziemlich viele Baupunkte. Gerade mal ein bisschen verstärken. Ich versuche gerade den Mage dahinter zu beschwören, dass sie ein bisschen halten. Tata, so. Oh, ich brauche mal ein bisschen Fläche reinhauen. Sicherheitshalber. Irgendwo ist noch irgendein Minion, der mich verfolgt. Aber ich glaube, der geht auch gleich drauf. Das dürfte so ein Archer sein da hinten. Der hat so. Der ist kurz vorm Exitus. Oh. Ganz schön viele Oger hier, ne? So ein bisschen. Wenn das so weitergeht, ist meine Playlist durch. Also nicht auch wiederholen gestellt? Ich hoffe es. Okay. Auch der, der mich zuletzt verfolgt hat, er hat's jetzt hinter sich. Wenn das so weitergeht, nehme ich mir einen DPS-Charakter. Könnte da auch einen Ork hinstellen. Der bräuchte aber dann auch nochmal einen Buff-Beam. Kein Problem. Ach nee, geht so. Ich kriege ihn da reinbeschworen. Das dauert. Bella. Ja. Los. Los, 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 los. Los, komm, komm. Ja. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Und wusch. Da ist er. Falsch. In seiner vollen Größe. Guck mal. Da ist ein Archer in seinem Bauch drin. Echt? Ja, guck dir das an. Die haben eine Symbiose so eingegangen. Nach dem Motto, wir sind eine Gemeinschaft oder so. Der eine knüppelt mit der Keule und der andere schießt mit den Pfeilen durch.
Das ist der gefährlichste Bauch der Welt. Er feuert Pfeile. Mhm. Oh, wunderbar. Ich krieg da noch einen rein. Oh. Oh, die Augen haben aber schon ein bisschen Schaden genommen, ne? Ja, müssen wir mal heilen. Wow. Jetzt kommt nur noch Kruppzeug. Boah, diese Musik. Das ist gerade voll harmonisch. Batman Arkham Asylum im Hintergrund laufen. Das ist viel cooler. Bei mir ist gerade voll harmonisch. Und das, obwohl wir auf einem Friedhof am Kämpfen sind. Das, okay, ist, das ist eine düstere Atmosphäre mit eigentlich Kampfstil. Also mit Action. Und ja, das ist ein bisschen makaber. Hey, aber wenigstens unterstützt es den Witz. Ja. Ich hoffe mal, dass die Ogre nicht einfach andersrum gehen. Ich hoffe es einfach. Warten wir ab. Können die hier lang? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die nur von der einen Seite kommen und da auch kommen werden. Weil dann ist es nämlich einfach für uns die anderen beiden Kristalle zu halten. Ansonsten müssen wir nämlich überall vielleicht ein bisschen weiter ausbauen. Uns doch Gedanken machen. 2005, feiner. Es ist nur Wahnsinn. Also nur insane. Also nur. Was? Nur halt, ne? Ja. Eigentlich eine ziemlich einfache Umgebung für uns. Mal gucken, wie sich das jetzt in den weiteren Wellen verhält. Oh. Ja, wer weiß. Vielleicht wird's besser, vielleicht wird's schlechter. Vielleicht auch nicht. Man weiß. Reparieren, reparieren. Wo schießen die ganze Zeit drauf? Da steht doch nichts. Ah, doch. Ich unterhalte mich mal mit einem der Ansässigen. Ja. Und du hängst hier so ein bisschen ab. Was zur Hölle? Was ist los? Nix, da war gerade ein Mage, der hat geheilt und ist dann auf einmal abgehoben. Kategorie Flugobjekt. Okay. War verwirrend. 46 Ogre kommen da nochmal raus. Ja, das wird nochmal ganz interessant. Heilige Scheiße! Hast du mal. Guck dir das mal an! Über 1000 Sippies! Ja! Ey, wir haben 7000 Gegner! 7230 Gegner! Ach du Schande! Und das waren gerade mal 1200! 2500 meine ich. 10. Welle, hurra! Oh mein Gott! Jetzt steigt das wahrscheinlich nicht mehr linear, sondern exponentiell an. Heißt, gleich haben wir wahrscheinlich so, schon sowas wie um die 10.000, 40.000? Keine Ahnung, aber das ist echt der Knüller. Und da kommen die ersten Ogre. Jawoll. Also die Map ist am Anfang ziemlich einfach und dann steigt die auf einmal so rasant an. Ich überlege schon, ob ich an irgendwelchen Stellen irgendwas bauen soll. An Minions. Hm. Die halten aber schon lange durch, du. Mit 6 Millionen? Klatsch, klatsch. Ja, yeah, mit dem Strahler.
Okay. Ey, wir haben gerade mal 500. Geht langsamer als gedacht. Und die Oger kommen. Und kämpfen gegen meine Oger. Gleich sagt das Programm, die Festplatte ist voll. Bitte legen Sie eine neue Festplatte ein. Ja, vielleicht sehen wir das Ende dieser Map dann doch nicht. Das wäre aber schade. Oh. Wenn ich so weitermache, sehe ich es definitiv nicht. Dann gehe ich nämlich drauf. Okay. Aber auf Dauer wird das ja auch langweilig. Ja. Boha. Was passiert? Hier geht gerade die Post ab. Eine richtige Party-Location hier. Oho. Ach du Schande. Ich werde gleich gekillt. Ich will Ihnen doch nur helfen. Dafür braucht ihr mich doch nicht gleich umlegen. Ey, mein Reparaturbalken läuft bald rückwärts. So, ein bisschen Unterstützung haben sie ja jetzt. Jo. Ups. Naja, nicht wirklich viel. Hat eine Schlägerei. Ich glaube, der Mage kommt nicht mehr hinterher. Oh, langsam, aber sicher. Vielleicht, wenn wir den ein bisschen upgraden. Okay, diese Musik hat mehr was von Sarkasmus als von Ernsthaftigkeit. Spaß muss man haben. Also wenn das wirklich so weitergeht, dann hängen wir noch in einer Stunde hier dran. Guck dir das mal an, wir sind bei 1500. Oh Mann. So, das ist gerade mal die 10. Welle, dann haben wir noch die 11., die 12., die 13. und die 14. und die 15. Das sind also noch 5 weitere Wellen bei, wenn wir sagen, es werden nicht mehr als diese Zahl. Gehen wir mal davon aus, dass in den weiteren 5 Wellen auch 7000 Monster kommen. Was auch, ne, sehr wahrscheinlich ist, dass das sich jetzt auf einmal, also, hält. Also mindestens. Da sind wir ja schon mal bei 35.000. Ne? Okay, das heißt, wir hätten noch 35.000 Monster vor uns. Natürlich. Pff, ja, nee, da werden ja so noch ein paar dazukommen. Wenn wir. Sagen wir nochmal. 19. Naja. Vielleicht, wir kommen bestimmt so auf 55.000 Monster, die wir noch bis zur 15. Welle umnieten müssen. Nur? Ja, ich bin mal freundlich. Rechnen wir 55.000. Also, für 500 Monster brauchen wir eine Minute? Zwei? Drei? Fünf mindestens, würde ich sagen. 5 Minuten für 500 Monster? Ja, guck doch mal, wie langsam das steigt. Wobei, nee, 5 Minuten ist ein bisschen übertrieben. Das ist so 1-2 Minuten, sagen wir. Rechnen wir
Eine Minute? Wenn wir eine Minute nehmen. Ne? Ja. Sind das ja dann. Nee, 55, 100, 110 Minuten, ne? Mhm. Also fast 2 Stunden. 2 Stunden für 5 Wellen. Ja. Wenn man nach dem Prinzip jetzt rechnen würde. Okay. Also wenn wir sagen, 5 Wellen mal 7000 Monster sind 35.000, davon nochmal die Hälfte, ne, sind ja dann nochmal 17, also 17,5. Nehmen wir 17. So. Und, ne? Also 35 plus 17? Okay, das wird zu viel hin und her gerechnet langsam. Okay, das ist egal. Auf jeden Fall mathematisch wird es so enden, dass wir sagen, es ist zu viel. Einfach zu viel. Ja. Gucken wir einfach mal, wie die nächste Welle aussieht. Vielleicht kommt ja auch was, was schneller kaputt zu machen ist. 2000 Zippies. Wir stellen uns alle vor sie. Und lassen nur 2000 auf einmal rausziehen. Krass. Oh, weia. Also. Wenn man das wirklich jetzt mathematisch hochrechnet, dann hat man mit der Map 2 Stunden lang was zu tun. Juhu, super. Yay. Applaus. Und ich. Hände auf. Begeistert. Ach. Was zur Hölle? Was geht ab? Wow, wir haben die 3000er Marke geknackt und. Oh mein Gott! Ich geh drauf! Ich geh drauf! Nur nicht so schlimm, wir sind ja wieder belebt. Wow. Da war mein Leben aber echt im freien Fall. Ja, manchmal passiert das. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was passiert denn, wenn ich im. Oh. Hey. Das war wohl ein Fehltritt. Ja. Aber nichts Wildes. Hm. Hab nur was probiert. Hat nicht funktioniert. Schöner Reim. Ich wollte versuchen, den Dorn zu überleben, aber irgendwie war das dann doch ein bisschen zu stachlich. Aha. Overlord-Modus, ich komme. Kann ich mir nämlich ein bisschen. Kannst du ein bisschen schneller anschauen. Wenn die Lieder ob das hier hält oder nicht. Wenn die Lieder hier weiter so schnell wechseln, mache ich gleich eine Endlosschleife in 1. Nun in ein Lied und fertig ist die Kiste. Das oh, ich glaube, wir haben uns ein bisschen getäuscht. Ich guck gerade so, wir sind bei 3600. Und wir haben jetzt so knapp 2 Minuten haben wir gebraucht. Oh je. Na, wenn dann die Rechnung immer noch stimmt, dann liegen wir nicht bei 2, sondern schon bei 4 Stunden. Das bedeutet, ja, nehmt ihr schon mal nichts vor. Also wir machen das dann mal eben durch. Schöne Map für zwischendurch, aber... Ja, zwischendurch. Für die nächsten 4 Stunden ist das eine sehr tolle Map. Jawohl. Daumen hoch. Wir machen da eine Aufnahme draus und wir teilen das auf 30 Minuten Parts. Ja, ne? Das ja, wird. Dann haben wir 4 Parts. Haben wir einen ganzen Monat frei. mit nur einer Map. Ich glaube, dann würden uns unsere Abonnenten aber auch umlegen. Ah. Was ist ja immer was Neues? Ja. Erst sind 7000 Monster, dann sind es wahrscheinlich 25.000. Hey, bei anderen Let's Playern ist es so. Die zocken 3 Stunden durch und machen daraus mehrere Parts. Wundern sich
Ich frage mich dann manchmal, die Leute schreiben ja unter diesen Videos immer Kommentare. Ne? Mhm. Mach das so oder mach das jenes. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Spiel hast, wo du was aufbauen musst, dann sagen dir die Leute, wie du aufbauen sollst. Was an sich keine schlechte Sache ist. Tipps sind immer eine tolle Klamotte. Meistens ist es ja auch so, dass du selber irgendwas übersehen hast. Das kommt ja vor. Aber dann wird das auf diesen, ne, diese 2 Stunden werden dann halt auf 4 Parts aufgeteilt. Mhm. Habe ich jetzt gesagt? Moment mal. 2 Stunden, 4 Parts. Das heißt, wenn wir 4 Stunden zocken, hätten wir 8 Parts. Sogar 2 Monate. Zurück zu dieser Kommentargeschichte. Unter diesen Videos werden dann immer Kommentare gesetzt, nach dem Motto, mach das so, mach das so. Und im nächsten Video wieder das Gleiche. Da frage ich mich manchmal, die müssten doch wissen, dass eigentlich die Kommentare nicht berücksichtigt werden können für das nächste Video, weil das ja eigentlich ein zusammenhängendes Ding ist. Naja. Also fällt das manchmal auf oder fällt das nicht auf? Ich weiß nicht, ob das manchen so auffällt, beziehungsweise ob es sie interessiert. Okay. Wer weiß, wer weiß. Es kann alles möglich sein. Oh, ey, komm. Ich zock ja gerne manche Maps länger, aber muss dann aber die ganze Map. Nicht eine Welle. Nicht eine Welle, sondern die Map. Ich will zumindest mal eine Vorschau auf die nächste Welle geben. Okay. Also nicht anstarten, sondern einfach nur mal zeigen, was dann kommt. Vor allen Dingen, wie viel dann kommt, würde mich mal interessieren. Ja, würde mich auch interessieren. Ob es dann wirklich 14.000 sind. Ich glaube fast, wir liegen drüber. Ach, komm. Vielleicht ist das jetzt auch nur, weil es die 10. Welle ist. Man weiß ja nicht. Ja. Aber es kommen keine Wyvern, das ist schon mal ein Vorteil. Das heißt, man muss nicht sich die Gedanken machen, dass irgendwo von irgendwas geflogen kommt. Das bedeutet dann wahrscheinlich auch, dass im Nightmare-Modus keine Goblin-Copter kommen werden, die irgendwelche Oger absetzen. Oder? Wer weiß, vielleicht ja trotzdem. Ja. Nein, 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 nein! Nicht schon wieder. Und geh schon wieder drauf. Fast. Passt. Ja. Baucharakter halt, ne? Sind nicht von der stabilen Sorte. Ja, leider nicht. Jo. Oh, also hier hinten geht gleich alles kaputt. Was? Oh mein Gott! Das können wir nicht zulassen. Also man sollte sich hier definitiv nicht zurücklehnen und nichts tun. Kann ich nicht an allen Ecken und Enden gucken. Okay, sind nur 2, aber. Na gut, du rennst auch nur um, ne? Und ich mach die Arbeit. Hey, ich versuche mich auch nützlich zu machen. Mhm, nützlich. Ja, ich kann auch Monster Kitzel. Den Weg nach draußen zeigen. Da, 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 da. Nur die Schwertkämpfer sind leider ein bisschen stärker. Ja. Tacken. Jo. Ich kann so weit reinzoomen, dass ich unter der Map bin. Auch nicht schlecht. Ach, da oben stehst du. Wo da ist eine Truhe? Maske gefallen. Ein Accessoire. Was ist das? Eine Maske. Ist tatsächlich eine Maske. Mann, bin ich gut. So eine Goblin-Bauarbeitermaske.
Mann, 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 Mann. Scary Musik. Jetzt habe ich direkt die Befürchtung, hier ist irgendwas. Gleich ist die Welle vorbei. Läuft ja schon seit 10 Minuten. Mindestens. Stimmt. Boah, da weiß man echt nicht mehr, was man erzählen soll. Ja, irgendwann ist Ende im Gelände, ne? Wir können ja jetzt 4 Stunden lang hier über irgendwelche Themen diskutieren, die sowieso keine Sau interessiert. Ich bin verzweifelt. Wir brauchen ein Themenrepertoire. Weniger ein Themenrepertoire. Mehr eigentlich ein bisschen mehr Action auf der Map. Ja, oder so. Ne, normalerweise. Okay, das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Ein Schuss in den Ofen. Der hat aber nicht lange überlebt. Oh. Nee, aber. Also normalerweise viele Let's Player haben es ja so, die haben ja. Können ja dann was zu dem Spiel erzählen oder erzählen irgendetwas übers Spiel. Und ja, was sollen wir erzählen? Wir können nicht viel erzählen. Also nicht viel zu dieser Map. Dann meine Map. Wir könnten sehr viel über das Spiel erzählen, wahrscheinlich. Bloß irgendwann ist da auch nicht mehr viel zu erzählen. Ja. Eigentlich. Nee. Man könnte eine Kurzreferenz geben in irgendwelchen Einleitungsklamüsen. Jupp, da. Was auch immer. Ach ja, für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, wir haben ja auf unserer Internetseite das DunDevGFX-Tweak-Tool, was demnächst mit einer neuen Version erscheint. Also mit ein paar Verbesserungen. Neuerungen. Ladet es euch auf jeden Fall wieder runter. Führt es ruhig nochmal aus, falls ihr es noch nicht habt. Adresse www. Nee, falsch. Kein www. Genau nicht. Genau nicht. Sondern http://lohm.dunvki.de, also lohm.dunvki.de, um es in Worten zu sagen, statt in Buchstaben. Hast du schön buchstabiert. Ich weiß, hab ich. Na, ich bin echt Buchstabiergott. Ich habe leider keinen Buchstabierpokal. Mach ich mir selber ein. Nehme ich eine Papierrolle hier vom Zewa oder was? Hier. Küchenrolle. Dann bastel ich mir selber einen Pokal daraus. Oh, hier ist ein Schild gefallen. Was? Wie heißt das Ding? Abgenutzt Oplon. Abgenutzt Oplon? Oplon. Wo liegt es denn? Irgendwo da. Irgendwo da. Cool, ich habe 3 Sachen zur Auswahl. Oh, da liegt ja auch noch was. Nee, vor meinen Ogern. Ach so. Da liegt das. Was haben wir hier so? Was liegt hier so? Ein Schild. Ja, guck mal, ne? Je mehr Monster sterben, desto höher ist die Chance, dass das es war's. In Massen fallen. Noch ein Schild. Wie heißt das Ding? Leistungsstark, glücklich, well-tested Vanguard. Oh. Echt spektakulärer Name. Oh, man steht ja echt lange auf diesen Stacheln. Ja, ne? Man braucht ein bisschen, bis man ablittelt. Ja, so ungefähr 0,01 Sekunde. Ja gut, wenn du mit dem Jester da reinspringst, der mehr Leben hat, dauert das ein bisschen länger. Ach so. Ja gut, mit dem vielleicht. Oh, ich hab ein Problem. Sippies und Schwertkämpfer machen. Hier, du kannst dich hier in den Busch verstecken, so wie ich das mache.
Sieh dich, Karla. Jo. Oh oh. Renn in den Busch. Siehst du? Und schon ignoriert dich jeder. Sieht dich. Ach, echt? Ja, nicht. Ich ja war... außer die. Ich wäre fast draufgegangen in deinem Busch. Zauberer sind aus. Okay, das hört sich jetzt echt doppeldeutig an und das ist echt widerlich. Ich weiß nicht, woran du denkst. Ich ignoriere einfach diese Aussage und überspiele meine Verwunderung für diesen Mut, dies in dieser Folge zu sagen. So kann es passieren, ey. So kriegt man die schlimmsten Sprüche angehängt. Ja. Wer weiß. Das ist einfach nur Fehler. Wir haben es gleich. Ja, glücklicherweise. Und dann ist Ende im Gelände. Geht so nicht weiter. Definitiv nicht. Das würde das, ein das zu ist langer zu Test. Krass einfach. Das ist... 17 Minuten dauert die Welle schon. Oh Mann. Also wir sind beinahe 20 Minuten an dieser einen Welle dran. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie lang diese Aufnahme wird. Ja. Die Leute, die das auf YouTube sehen, sehen das ja, wie lang das Ding ist. Wir nicht. Wir müssen raten. Das einzig Dumme ist, dass ich jetzt auch nicht gerade die beste Leitung habe und für den Upload wahrscheinlich auch ein bisschen brauchen werde. Ja. Jawohl, Welle geschafft! Wellenabschlussbonus. Ah, nicht wirklich. 11. Welle. Und. Ja, oh, ach du Heimatland. Die Sippis haben sich mal eben an jedem Tor verdoppelt. Ich steige aus. Aber sowas von. Okay. Nee. Nein. Nein. Respekt an diejenigen, die dies hier bis Welle 15 durchhalten. Durchmachen. Nicht nur durchhalten, sondern auch noch durchmachen. Aber das wird definitiv für einen Test zu viel. Definitiv. Ja gut. Ende, ne? Ja, würde ich mal sagen. Bis demnächst. Wir hoffen, dass wir euch auch in der nächsten Aufnahme wiedersehen. Genau. Und bis dahin, bis bald. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.